Hey Internet und you're the back. Enter the business. Back. Sollte mehr Alfred. Alfred? Wo ist Tracy, Alfred? Wo ist Tracy? Ah, rutschen. I believe I can rutsch. Wenn Mr. Cobblepot mit seinem Gast fertig ist und herausfindet, dass ihr flachzweitens zugelassen habt, dass Batman seine Kämpfe ruiniert hat, was glaubt ihr, wird er dann mit euch anstellen? Denkt drüber nach, Jungs. Okay, Tracy. Wow! Okay, alles wird gut. Oh my god, I see! Now I see! Gib mir das Explosivgel. Alright, alright, alright. Mal ein schönes Muster rein. Ja, habt ihr gehört, der Boss will den Kahn verschenken, wenn er sein neues hat. Wer hat den alten Seelenverkäufer nicht vermisst? Wie wird er das neue wohl nennen? Final Offer 2. Das geht doch nicht. Könnte ich auch hier? Das letzte Angebot, das letzte. Wie in, es gibt kein weiteres. Hast recht. Naja, vielleicht bringt ein neuer Name ja Glück. Wir brauchen. Vor allem, wenn die Fledermaus hier ist. Hier ist verschlossen, wunderbar. Kommt, Jungs! Mach ich fertig. Irgendwie. Springen wir die Spalte in Richtung des Vorsprungs. So, ja, na klar doch, mein Freund. Okay. Bist du den Greifhaken? Okay, kein Problem. Sexy Move, Betsy. Sexy Move. Überraschung, niemand mehr, mit dem du dich unterhalten kannst. Wir haben Alarmstufe 1. Ich will ständige Meldungen hören. Hat jemand den Eindringling? Ach, du bist ja gar nicht bewaffnet, du armer Tropf. Das hier ist ernst. Kick it like Batman. Stufenanstieg, sofort. Nahkampfverbesserungen. Was kann ich nehmen? Ein Kampfpanzer gegen direkte Nahkampfangriffe oder Kugelsicherung. Ich nehme mal die Kugelsicherung hier. Alarmstufe 1 sagt sie. Ein Eindringling an Bord, sagt sie. Ja, wann hatten wir denn zuletzt einen Eindringling an Bord? Wer würde in diesen Rosteimer einbrechen? Ist bestimmt alles Teil von Pinguins Plan. Die Frage ist nur, kann Tracy ihn aufhalten, bevor er den Boss erreicht? Da mache ich mir keine Gedanken. Tracy weiß, was sie tut. Ist ganz schön tough, was? Oh ja, aber trotzdem was fürs Auge. Ja, Schweine! Tracy gehört mir! Jetzt komme ich ganz nah bis an euch ran. Da ist er! Oh, du hast eine Maschinenpistole! So, eine Pistole! Hast du sie verloren? So sorry! Steht doch schneller auf! Nein, 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 doch! Gott sei Dank sehen wir das nicht! Hey, ich habe eine Nachricht für den Batman! Von deinem Kumpel, den Electrocutioner! Er ist wieder auf den Beinen und sagt, die Runde geht zwar an dich, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Der kommt wieder, Batman. Pass auf deinen Arsch auf. Tracy, ich habe Angst. Aufgewacht und hat sich aus dem Staub gemacht.
Ich hätte ihn fesseln und die Polizei rufen sollen. Alfred, ich bin mit einem der Killer zusammengestoßen. Lester Buczynski. Der Electrocutioner. Geht's Ihnen gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mach mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Ich dachte, es würde mich elektrisieren, wenn ich hier drücke. Okay. Und weißt du, wer mich noch elektrisiert? Tracy. Sehr richtig, das ist eine Tür, Betsy. Aha, Ankerpunkt. Bad Rang, Bad Claw. Komm her! Ja. Ich hänge mich zu dir empor, Tracy. Was ist das Rotes? Kann ich das zerstören? Aha! Hier ist doch ein Schacht! Tausend und eine Nacht und ich hab den Schacht zuge... Ja, komm schon! Mein Gott, ich dachte, da steht, aber er hängt noch jemand. Happy New Year's! Oh. Das ist die Party für mich? Pinguins Assistentin muss hier sein. Sie wird mir sagen, wo ich Cobblepots Büro finde. Tracy! Er speichert. Ist das ein gutes Zeichen? Ist das deine Codekarte? Muss Winnie sein. Der vergisst ständig sein Zeug. Soll ich sie ihm bringen? Machst du Witze? Der Zaster muss hier weg, bevor die Fledermaus auftaucht. Hast ja recht. Hey, denkst du, was ich denke? Ich denke, du solltest die Schnauze halten und das Geld einpacken. Aber es ist so viel. Wird doch keiner merken, wenn ich mein Weihnachtsgeld abzwacke. Hast du von dem Letzten gehört, der sowas versucht hat? Der Pinguin hat zu ihm gesagt, er kann's abarbeiten. Auf dem Meeresgrund. Also, ja, nur gefragt. Fragen okay. Duda. Genau. Ihr arbeitet es mit dem Rücken zu mir ab. Ich mach mal kurz. Die Fledermaus ist hier! Shut up! Betsy, steck dir mal lieber was ein! Du willst mir also so richtig auf den Zeiger gehen. Absolut, Baby. Mr. Cobblepot empfängt gerade niemanden und ich lass dich bestimmt nicht zu ihm ins Theater. Also, mach dich gefälligst vom Acker. Begleite den zur Tür, Junge. Upsi. Das wird schön langsam. Das ist aber lieb von dir, dass du das schön langsam machen willst. Das finde ich echt sexy von dir. Genau so macht man das. Richtig so richtig. Ah, verdammt, du Idiot. Yes. Komm schon, Jungs. Zeig ihm, wie wir die Dinge auf der Final Offer regeln. So ein Scheiß. Was war, warum, okay? Ich hab das... Oh, Jesus Christus. Hau ruck. Du mit deinem Messer, du bist Zeug. Nichts, was wir tun, klappt. Komm schon, Jungs. Beeindruck mich. Elegantos. Okay, das Klingen ausweichen müssen wir noch ein bisschen üben. Das Büro scheint mit dem Theater verbunden zu sein. Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Das mit dem Klingending müssen wir noch ein bisschen üben. Das gebe ich fast zu. Wie wär's jetzt mit dem Geld, Betsy? Ehrlich, gib mir noch den Money. Gib mir noch den Money. Oh, da ist sie. Oh,
noch einen Moment. Dazu erst. Sogar mit der Codekarte kriege ich die Tür nicht auf. Ich muss in das Sicherheitsbüro, um ins Theater zu kommen. This is right, Betsy. This is right. Kann ich hier was sprengen? Wie sieht's denn aus? War gut gemeint. Aha, hier ist doch ein Gedöns. Echt? Ich habe gesagt, dass ich Heiligabend arbeite und dass sie ganz und gar nichts dagegen machen kann. Okay, einfach nur wenn das Zeichen da ist, kann ich springen. Okay. Sie verdient einfach nicht genug, um mir was zu sagen zu haben. Richtig so. Man darf sie bloß nie die Oberhand gewinnen lassen. Hat mein Dad auch immer gesagt. Hat natürlich dann einer vom Arm geknallt gekriegt. Sehr witzig. Heimkino! Heimlich. Macht mir die Drecksau kalt. Genau, ihr geht hier lang. Ah, jetzt ist hier drüben offen. Siehst du? Hab's doch gesagt. Kein Grund zur Sorge. Hat wahrscheinlich Schiss gekriegt. Wahrscheinlich. Ja, du Genie. Unterhöll ist meine Codekarte. Scheiße. Du musst dich nur umdrehen. Und wir sind Freunde. Das wird so übel für dich enden. Ja, ich habe auch schon Angst. Deswegen kriegst du besonders viele Schläge. Warum machst du das überhaupt? Ja, warum? Ich weiß auch nicht, weil er mich angreift. Tracy, ich komme nun zu dir. Du weißt, was das bedeutet. Love is in the air. Der ist nicht irgend so ein Weichei in einem schicken Anzug. Der ist übel. Und er wischt den Boden mit deinen besten Leuten auf. Nicht, dass das was heißen soll. Keine Ahnung. Erledige das einfach, Schwester. Er ruft schon wieder nach mir. Oh, jetzt stecke ich in der Scheiße. Candy! Oh, die hat sich echt eine Ohrfeige verdient. Hey, Babe. Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Upsi! Wenn Cobblepot das hört, wird er garantiert stinksauer sein. Charaktertrophäe. Ich habe eine Trophäe, die werde ich in meinem Schlafzimmer aufhängen, Tracy. Das kannst du? Nicht machen. Ich bin klaustrophobisch. Was gibt Gott hier, ne? Ich wusste doch, du bist ein echter Schlappschwanz. Tracy, zwing mich nicht, Dinge zu tun. What is this? Komm schon, genug ist genug. Das Sicherheitssystem steuert die Türen zum Theater und zu Pinguins Büro. Na, dann machen wir mal auf. Wenn Cobblepot das hört, wird er garantiert stinksauer sein. Ey! Lass mich raten, wer da gleich kommt. Der Eximan. Tracy, ich muss leider los. Aber ich liebe es, dich so eingesperrt zu sehen. Oh, hallo. Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Du bist aber groß. Ich habe nicht die geringste Idee. Warum ist er ganz rot? Oh! Der ist aber böse. Ey, hier oben konnte ich nicht kommen. Okay, geh runter. Ich bin doch hier. Bleib da jetzt liegen. Shut up, ich muss zuerst den Kleinen hier. Bambadino. Ich sehe nichts. Er auch nicht. Holy Banoli, was sagst du dazu? Wir haben kaum Platz zum Kämpfen, mein Freund. Pinguins Vollstrecker?
Das war's ja wohl mit ihm. Hat er sich aber schick eingerichtet hier alles. Muss man zugeben. Ihr solltet wissen, dass Mr. Falconi das nicht dulden wird. Willst du etwa so wie deine Freunde enden? Ihr seid Abschaum. Ihr alle. Ihr ahnt ja gar nicht, was ihr da draußen ist. Checkst es nicht. Die Falconi sind erledigt. Am Ende ein sterbendes Imperium. Jetzt sind Jetzt geht er runter, oder was? Selig sind die, die da Leid tragen. Wer trägt ein Kleid? Leid. Kleid tragen. Selig sind die, die ein Kleid tragen. Solltest du vielleicht die Klappe halten und beten, dass dein Boss meinem Boss sagt, was er wissen will. Sonst werdet ihr beide bald, wie sagt ihr Typen doch gleich, mit den Fischen schwimmen. Oh, wie originell. Hast du dir das selbst ausgedacht und schäbiger Handlanger? Nur noch ein Wort. Is there anybody out there? Help me sing my song. Tja, das Problem ist, hier ist niemand. Ah, hier. Könnte ich... Genau das wollte ich. Oh, Mist! Ist das eine... Darf man hier verschwinden? Ja, da hängt er. Was sagt er jetzt? Dieser Ver... Wie hängt man einen erwachsenen Mann so auf? Hey, wer hat dich da so aufgehängt? Wo zum Teufel steckst du? Ich hab das... Er ist hier. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Bin weg. Ich bin weg. Mein Glückstag. Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Nope, das war nicht gut von mir. Das war nicht. Ich hätte nicht die Dinger schmeißen sollen. Das gebe ich zu. Dafür nehme ich den zweiten. Verfluchte Scheiße! Dafür nehme ich den zweiten. Okay, du siehst nach. Ja, dann muss ich doch fast wieder dorthin, mein Freund. Macht er sich so eine Mühe? Das ist gar nicht so schlimm. Wie bist du denn da hochgekommen? Auf dem Weg! Jetzt bist du fällig! Und weg hier! Hilf mir, ihn zu töten! Er schwingt durch die Gegend wie ein Irrer! Du hast ihn entkommen lassen, das solltest du doch nicht tun! Wie viele sind hier noch? Okay, und na, die treffen sich jetzt nicht gut. Dann nehme ich noch. Okay, hier steht nebeneinander. Soll ich ihn nehmen? Entscheidungsschwierigkeiten. Ah, die hängen hier zusammen, die Feiglinge. Diese Geisel bedeutet mir gar nichts. Ich hätte ihn vorher ausschalten sollen. Verdammt nochmal! Nein! Schnell! Verliert ihn nicht! Oh shit! Wo kommt der so schnell her? Oh, ist doch noch eine Waffe. Du hattest gar nichts. Wo ist er denn? So. Sieht's nämlich aus. Habe ich die Geisel wenigstens gerettet? Wunderbar. Wo ist die hin? Wo kommt überhaupt eine... null Bonus. Hey, fähiger Jäger. Hey, ich habe sie getötet, okay. Was ist mit dem hier? Was ist denn mit dir? Hallo?
Was willst du? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist dein Boss. Was will der Pinguin von ihm? Alberto Falcone, ich habe keine Ahnung, was der Pinguin von ihm will. Ich schwör's. Bist du sicher? Keine Ahnung, was dein Ziel ist, aber der alte Falcone stünde in deiner Schuld, wenn du Cobblepot erledigst. Er ist direkt hinter der Tür da. Nein, danke. Ich brauche keine Falconis, die mir was schulden. Mr. Falcone bringt mich um, wenn ich Alberto nicht nach Hause bringe. Ich will jetzt hier reingehen. Also, wo waren wir? Candy! Sie haben dem kleinen Alberto hier vorgeschlagen. Hey, Baby. Hey. Seinen Vater von der Frührente zu überzeugen. Er hat abgelehnt. Und sie einen, was war's? Psychotischen Bastard genannt. Nein, 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 bitte! Jetzt hör lieber zu, Falcone. Ich frag dich nämlich zum letzten Mal. Was wirst du deinem Vater sagen? Dass wir aus dem Waffengeschäft aussteigen. Ich verspreche, ich bringe ihn dazu. Deine Lippen bewegen sich, Birdie. Aber ich höre nicht, was ich hören will. Ihr Trottel, macht die Besserkeit. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.